Hallöchen, jetzt geht's endlich mal weiter. Hat ein bisschen gedauert, Teile haben ein bisschen auf sich warten lassen. Da war ich ja noch krank, zwischendurch war das Wetter scheiße. Und ja, heute geht's endlich weiter im Text. Ja, zwei Pakete haben mich erreicht. Zum einen eins von Alex, sprich von Spielzeugappen für den Savage. Und dann habe ich noch was bekommen vom Boris. Der hat mir mal wieder was Cooles besorgt. Und zwar war er auf der Nürnberger Spielzeugmesse und hat mir so ein paar kleine Prospekte. Das sind so circa 5 oder 6 Kilo an Prospekten und Katalogen von sämtlichen Firmen mit allen Neuerungen, bla bla bla. Ja, vielen Dank dafür nochmal, Boris. Nochmal hier in aller Öffentlichkeit. Coole Aktion, freue ich mich riesig, habe ich viel, viel zu lesen. Und ja, jetzt kommen wir zum Hauptthema über den Savage. Und zwar habe ich ja euch schon gesagt, dass diese Mitnehmer totaler Rotz sind. Dann haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und Alex hat mir einmal 24 mm Hubs geschickt. Das sind Original von HPI. Und einmal, das sind übrigens die gleichen, die ich auch auf dem Imex habe, von Integy oder Integy, wie ihr es auch nennen wollt, 17 mm Hubs, also Radmitnehmer. Dafür die passenden Reifen, einmal für 17 mm hat er mir zukommen lassen, Lois Pioneer MT. Das sind die, glaube ich, mit Offset. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Spielt aber auch keine Rolle. Die werden wir also testen in 17 mm. Vier Stück davon natürlich, aber brauche ich euch ja nicht zeigen, sind ja komplett identisch. Dann hat er mir noch geschickt und ich dachte nur, what the fuck? Schaut euch das an. Reifen. Maßstab 1 zu 5 von MCD. Einige kennen die Firma vielleicht. Die machen Buggys in Großmodellmaßstab. Und das sind quasi Reifen von denen. Dazu die passenden Beadlock-Felgen. Hier seht ihr es. Wer so ein Modell fährt und Reifen braucht, Spielzeug-appen.de. Alles am Start. Ich habe schon mal zwei für euch fertig gemacht, dass ihr das Endprodukt mal seht. Und zwar sind das diese Oschis. Und eins kann ich euch schon mal sagen. Also ich habe schon Beadlock-Felgen 1 zu 10er, 1.9 und 2.0 Beadlock-Felgen aufgezogen und auch schon Shortcourse-Reifen für meinen Slash damals. Und die Teile hier aufzuziehen ist echt krass. Also wer schon mal einen Autoreifen oder einen Motorradreifen aufgezogen hat ohne Maschine, so in etwa ist das auch, weil halt ziemlich wenig Gummi dadurch extrem schwierig aufzuziehen, aber wie ihr seht, es geht, die sind komplett rund, also die Einlage sitzt perfekt, hat eine Weile gedauert, aber geht. Man muss halt nur darauf achten, man hat auf dem Gummi ein Pfeil. Und in der Felge ein Pfeil, das erkennt man jetzt wahrscheinlich schlecht. Zumindest ich sehe es schlecht durchs Display. Ja, dann geht das Ganze. Nur mal um so einen Größenvergleich euch zu bieten. Das hier sind die Lois Pioneer MT, was ja eigentlich schon große Reifen sind. Hier habt ihr mal ein ganz normales Buggyrad, also ein ganz normales Buggyrad im Vergleich zu den Lois. Und jetzt mal so ein Reifen im Vergleich. Ja, die Buggy-Felge passt hier komplett in den Innenkranz der Felgen. Richtig krass, wenn man das hier sieht. Richtig heftig. Ob der Savage damit richtig fahren wird, kann ich euch leider noch nicht sagen. Ich wollte erst das Video fertig machen, dann baue ich die Sachen ein und dann werde ich euch das Ganze mal präsentieren. Ob es das Servo schafft, wage ich zu bezweifeln. Die sind zwar echt extrem leicht,
Aber ich weiß nicht, ich weiß auch noch nicht, wie es im Lenkeinschlag aussieht, ob man da noch irgendwie was ändern muss oder ändern kann überhaupt. Muss ich schauen, wie ich das Ganze hinbekomme. Die werden auf jeden Fall passen und die werden auch richtig Fun machen, denke ich mal. Ich habe ja die Zyklon auf meinem E-Max. Und ja, wir können ja hier nochmal schnell aufschneiden, mal gucken, was hier so drin ist. Bei den originalen HPI mitnehmen. Ups. Da fällt auch schon ein Teil raus. Wir haben also hier die, wie ich finde, schön gefrästen Teile. Gewinde schön sauber geschnitten. Gucken wir mal, ob das Ganze auch passt. Okay. Das ist wohl der Vorführeffekt. Die passen nicht in die Felgen. Hier passt's. Mal schauen. Das passt schon mal. So sieht das dann aus. Tja, mal schauen, wie das Ganze jetzt vonstatten läuft. Die HPI werden festgeschraubt mit den ganz normalen Radmuttern, die auch am Savage montiert sind. Nur ein bisschen bessere, die haben nicht so eine große Windung. Wir haben sie nochmal extra Stifte beigelegt. Bei den Intergy haben wir hier so einen, ja, anderen, das ist im Endeffekt auch bloß eine Schraube, aber ein bisschen anders mit so einem Federring, dass die sich nicht lösen können. Und das Schöne, was ich finde an den Radmuttern, hat man noch einen Gummiring dabei, dass die sich nicht von alleine löst. Das ist eine coole Sache. Wie gesagt, ich fahre die ja auch auf meinem E-Max. Und ja, das soll es eigentlich soweit schon gewesen sein. Viel gibt es darüber nicht zu sagen. Ich werde dann zwei separate Videos machen. Einmal Fahrvideo mit denen, einmal mit den Neues. Und dann hoffe ich, dass das Wetter mitspielt, dass wir den Vergleich endlich mal durchziehen können gegen den E-Max. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.